Herzlich willkommen zum nächsten Expert Talk der Firma CloudDNA. Es geht wieder mal um das Thema SAP Cloud Connector, diesmal ein Deep Dive. Das heißt, Sie erfahren heute noch mehr Details zum SAP Cloud Connector. Und zwar im Speziellen geht es um das Thema Principal Propagation. Das heißt, wie können Sie die User-Identität aus der Cloud über den Cloud Connector bis ins Backend-System durchrufen? Herzlich willkommen zum nächsten Expert-Talk der Firma CloudDNA. Heute geht es wieder mal um den SAP Cloud Connector, eine weitere Vertiefung zu dem Thema. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was der Cloud Connector Ihnen noch an Funktionalität bietet, verglichen mit dem, was Sie jetzt vielleicht schon kennen, was so Standard-Features sind. Was sehen wir uns jetzt an? Wir sehen uns jetzt an, wir sind auf der einen Seite wieder in der Cloud unterwegs und wir haben hier zum Beispiel eine Applikation, die Sie vielleicht selbst entwickelt haben, oder auch einen Workflow oder halt zum Beispiel eine Fiori-App, die in der Cloud läuft. Das heißt, hier haben wir eine SAP Fiori-App, entweder eine Standard-App oder eine App, die Sie selbst entwickelt haben. Dann sagen wir, diese Applikation ist jetzt eingebettet in der Cloud. Das machen wir dann später mit einer anderen Farbe. Diese Applikation ist eingebettet ins Launchpad. Das heißt, da gibt es dann einen Launchpad-Service in der Cloud. Und die Fiori-App ist dort halt über ihre Rollen gesteuert, eingebettet in dieses Launchpad. Das heißt, abhängig von der Rollenzuordnung sehen Sie jetzt die Kachel für die App oder eben auch nicht. Und diese Applikation greift jetzt aus Daten in der On-Premise-Landschaft zu. Wir nehmen jetzt ein moderneres Beispiel mit einem S4-System, mit einem S4HANA-System. Das heißt, wir haben hier eine S4. Kann genauso gut jedes andere System sein natürlich. Hier haben wir den SAP Cloud Connector. Machen wir hier etwas breiter. Hat jetzt nichts mit dem Footprint vom Server selbst zu tun, von dem Cloud Connector. Der ist eigentlich wirklich sehr, sehr schlank gehalten. Der stellt die Verbindung ins SAP-System her. Hier laufen dann zum Beispiel Ihre OData-Services, auf die Sie zugreifen möchten. Und der Zugriff passiert über den Cloud Connector. Das heißt, der Cloud Connector öffnet jetzt diesen Tunnel in die Business Technology Plattform. Das heißt, da haben wir jetzt unsere BTP oben. Das ist ja der neue Name, seit eineinhalb Jahren circa. Hier sind wir on-premise unterwegs, das ist in Ihrem eigenen Datacenter oder bei Ihrem Hoster natürlich, das auch, oder in der HEC, HANA Enterprise Cloud. Und über diesen Tunnel läuft dann der gesamte Traffic nach unten. So, was haben Sie jetzt für ein Thema typischerweise? Sie haben jetzt hier einen User, der das Ganze verwendet, den Service. Der greift auf das Launchpad zu und in weiterer Folge auf die Fiori-App. Und möchte dann natürlich auch die Daten aus dem SAP-System laden. Und da gibt es ein ganz schönes Thema, das nennt sich Principal Propagation. Was ist das jetzt, Principal Propagation? Hört sich etwas kryptisch an. Da geht es einfach darum, dass Sie die User-Identität hier, wenn das hier zum Beispiel der Martin ist, der User Martin Koch, dann möchte ich natürlich, dass die Daten, die aus dem Backend-System für diesen User geladen werden. Das heißt, dass nichts anderes passiert, als dass der User-Kontext hier ganz nach unten durchgeroutet wird in Ihr SAP-System. Ist natürlich auch ein Riesenthema, wenn es hier um Berechtigungsprüfungen geht. Und was passiert dazu? Eigentlich ganz einfach, der Request wird hier nach unten geroutet und im Cloud-Connector haben Sie definiert, dass Sie eine Principal Propagation verwenden möchten. Und der Cloud-Connector ist jetzt nichts anderes als eine Certification Authority. Das heißt, der Cloud Connector ist jetzt eine CA, eine Certification Authority. Der stellt Ihnen für den User, der hier den Aufruf durchführt, ein Ticket aus, beziehungsweise ein X509-Zertifikat, also ein Client-Zertifikat, X.509. Das geht dann ins Backend-System und damit werden Sie hier entsprechend authentifiziert und dann halt auf den User gemappt und Ihre Berechtigungen geprüft. Das heißt, hier Client-Zertifikat wird ausgestellt. Das passiert zum Beispiel auf Basis Ihrer E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn hier Sie sich mit der E-Mail-Adresse anmelden, kann konfiguriert werden, auf welches Attribut Sie hier gehen möchten. Und das wird hier durchgeroutet, diese E-Mail-Adresse im Zertifikat. Und hier wird das dann entsprechend geprüft. Und da gibt es halt ein paar Transaktionen, die Sie dazu verwenden möchten oder verwenden müssen eigentlich, um das zu konfigurieren.
aber im Wesentlichen ist das eigentlich sehr einfach einzurichten. Und damit haben sie halt dann auch sichergestellt, dass auch wenn sie einen Audit haben, dass das nachvollzogen werden kann dauerhaft, welcher User hat jetzt wirklich auf die Daten zugegriffen. Eine Alternative dazu wäre, dass sie hier einen technischen User hinterlegen, dann haben sie hier halt das Problem mit der Prüfung der Berechtigungen. Und der Cloud Connector kann jetzt diese Rolle der Certification Authority einnehmen. Das ist entweder so, dass sie hier ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, oder sie können natürlich auch ein Zertifikat verwenden, das vielleicht von ihrer bestehenden In-House Certification Authority kommt. Das würde aber dann vielleicht bedeuten, dass der Cloud Connector hier nicht nur Zertifikate ausstellen kann, die für das SAP-System gedacht sind, sondern vielleicht für die gesamte Systemlandschaft. Auch das ist eine Option, auch das wäre hier möglich, aber das ist halt einer der Punkte, auf die man hier achten muss, mit dem SAP Cloud Connector Use Case Principle Propagation. Ja, falls Sie Fragen haben, können Sie natürlich die Fragen gerne stellen, entweder über unsere Website, über das Kontaktformular, natürlich auch unter diesem Video. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben.